Ist das hier der Trailer oder was? Congratulations. You've just done something very few YouTube creators accomplish. You had an astonishing 100,000 people subscribe to your channel. Bitte, Junge! Sprich lauter bitte! Ich dachte, wir packen fertig was raus. Ja, das ist anscheinend Urin in der Flasche. Wie ist die Perma? Wieso? Das ist ein 25 Cent. Urin in der Flasche? Wie ist die Perma? Lauter bitte! Ich dachte, wir packen fertig was raus. Digga, hat ihn jemand Pisse in der Flasche geschickt? Ist ja widerlich, Digga. Ja, das ist anscheinend Urin in der Flasche. Wie ist die Perma? Wieso? Das ist ein 25 Cent. You made it to this milestone with hard work. Immer seine Geisteszerstörung in diesem Bastard. Perseverance. Extas hart, Leute, verdammter Bastard. And a healthy sense of humor. Ach, was ist denn eigentlich beim Frauenarzt rausgekommen? Wegen diesem Vaginalpilz oder was du jetzt erzählt hast? Ich wollte nochmal fragen. Believe us when we say that we can't wait what you do next. We are Nazis and we are proud. Fuck yourself, you fucking cunt! War das gerade eine ernsthafte Schlägerei-Livestream? Ja? Kann man sich die auf YouTube nochmal angucken? Die würde ich mir nochmal ganz gerne angucken. Black Nazi in. Hier ist unser Quatsch perfekt sächsisch und geh ich kaputt! Geh ich kaputt! Ich schrub die Tür dort auf, Alter. Da fragt er mich, wo ist denn der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Ich duf den eine reingeklopft, gesagt, du gibst mir jetzt einen Schlüssel. Ich hätte gern irgendwas, das mich auf Dauer zufriedenstellt. Heroin. Max, geh nach Hause und lass diese Loser allein. Na, auf keinen Fall, ich ergötze mich an diesem Elend. Ah, ich mag die Jungs schon, Digga. Ich glaube, da, ein Problem, was aber auftreten könnte, wenn ich angenommen mit denen chillen würde, ich trinke halt gar keinen Alkohol, Digga. Also so mit auf Party und so, ist halt einfach nicht meins, Digga. Ich würde unheimlich gerne mit allen zusammen in die Spielo gehen, Digga. Ganzen Abend Spielo, Digga. Da hätte ich extrem Bock drauf. Ich würde Adlerson 200-300 Euro geben, Digga, und dann soll er mit mir direkt zocken. Aber ich habe keinen Bock in den Osten, Kappa. Wo ist denn die Schlägerei? Ich will mir die Schlägerei angucken. Was ist da die Schlägerei? Wo der Japaner den Schlitzaugen da einen auf die Schnauze haut. Aber man sieht die Schlägerei nicht, oder was? Sind das echt Nazis? Bruder. Really jetzt? Oktoberfest 2017. Das hier, Mende? Nee, das ist, glaube ich, nicht das, was ich sehen wollte. Bruder, hier gibt's doch ein paar 8i-Experten. Gibt es davon ein Video oder nicht? Nein, nur Geschichten. Nein, glaub nicht. Das Einzige, auf den ich höre, ist Big Mac. Weil Big Mac ist 8i-abhängig. Ich habe die Szene noch nicht gesehen. Kein Plan, ob die schon veröffentlicht wurde. Schande über dein Haupt, Digga. Erst im Film, okay. Inkognito! Das ist nicht gut. Lass die alten Frauen in Ruhe. Die haben das nicht verdient. Die haben einen Krieg gedient. Ja, bitte? Guten Tag. Ich habe ein Anliegen. Sind Sie Ohr? Das würde nur eine halbe Minute dauern, um Ihnen das zu schildern. Um was geht's denn bitte? Naja, und zwar folgendes. Ich habe morgen ein Experiment geplant. Und zwar möchte ich innerhalb von 3 Stunden mir 10.000 Zitterale einführen lassen. Hintereinander. Möchten Sie daran teilnehmen? Nein, tut mir leid, weil ich morgen nicht zu Hause bin. Okay, gut, ich bedanke mich. Tschüss. Auf Anhalsehen. Entschuldigen Sie? Ich habe in meinem Leben mindestens schon über 10.000 Mal geschissen. Und wie viel waren es bei Ihnen? Oh Mann.
Andererseits kann man natürlich jetzt sagen, ich sehe schon so Kommentare wie, oh, alte Leute, aber letztendlich, Digga, er tut denen nichts, weil er greift sie nicht körperlich an oder so. Ja. Ich grüße Sie. Wissen Sie, wo man hier Kontakt mit der Heimleitung aufnehmen kann oder so? Da müssten Sie mal entweder hochfahren, ja? Erste Etage und die kleine Stecke nach links. Ich danke Ihnen. Erste Etage. Vielen Dank. Ausgezeichnet. Erste Etage. Hier. Na hier, durch die Tür. Guten Tag. Ich bin gerade erschrocken. Ach so. Nee, guter Mann. Wo finden wir denn hier die Heimleitung? Die Heimleitung, der Mann möchte angemeldet werden. Oh Leute. Ich jetzt nicht. Nee, das ist meine Transengroßmutter. Wirklich? Die Transengroßmutter. Mit Rock, Digga! So. Was? Hallo, wer ist denn das? Ja, also was wurden das hier? Na, ich bin geistig verwirrt. Ja, aber das ist ein Kopfleute. Ja, okay, wir suchen die Heimleitung. Wir sind auch. Wir suchen die Heimleitung. Ja, Heimleitung bin ich heute. Raus jetzt. Ach so. Da war ich nachholen. Das war keine gute Empfehlung von Ihnen. Warum sind Sie uns einfach raus? Der Opa, Digga. Ich heute raus jetzt. Ach so. Der Opa, wie verzweifelt. Das war keine gute Empfehlung von Ihnen. Warum sind Sie uns einfach raus? Da. Na, wir. Benimmst du dich im Kino? Ja, ich benimmst dich nicht. Mach. Die verfaltete Fotze deiner Oma wird gefüllt mit Kotze, denn sie liegt im Koma. Dann knaubel ich ihr Fingernagelhorn ab. Zuletzt wird ihr ins aufgespreizte Nasenloch gekackt. Ich ziehe einer Giraffe den Darm aus dem Po und benutze ihn dann als Giraffendarmkondom. Wenn ich die darmlose Giraffe dann anal vergewaltige, schände ich nachher bei alle so Rentner und zwar. Ist ja keiner. Ja, so ein Schaden, die Jungs. Also die Sachen finde ich jetzt eher nicht so lustig gerade. Margret. Max? Ja? Hör bitte auf, was denkst du, wie das über den Hof schallt? Wie bitte? Margret? Ich mache jetzt hier eine Sicherung aus, ne? Nein, nein Margret, warte. Warte. Bitte, warte. Ich bin ruhig. Ja, und hier ergibt sich wieder eine hervorragende Möglichkeit, die Orks aus der Ferne auszuspionieren. Dieses Knurren im Magen. Naja, jetzt guck dir lieber mal das an. Ich hab einfach nur Angst, dass wir sonst Essen nicht kriegen, weil wir uns total daneben benehmen. Die Bahn ist voller Menschen. Hitler! Du Gesichtsmensch! Ich hab einfach nur Angst, dass wir sonst Essen nicht kriegen, weil wir uns total daneben benehmen. Füg deine Oma! Die Bahn. Oh Mann, ey. Das ist auf jeden Fall mein Humor, Digga.
Also dieses Stumpfen. Das ist voller Menschen. Hitler! Du Gesichtsmensch! Ja! Ja! So, wir befinden uns gerade vor der Kirche. Oder es ist zumindest ein heiliges Gebäude. Und hier drin findet gerade ein Gottesdienst statt. Und den wird jetzt Max... Wir sind zur Fichtestraße, im Haupteingang. Ja. Dann werden wir den Gottesdienst stürmen. Ja, den werden wir jetzt aufs Übelste stürmen. Beziehungsweise lautstark stören. Das glaube ich wird jetzt heavy. Ich weiß auch nicht, ob ich es gut finde oder nicht. Es tut mir leid, ich kann das einfach nicht. Natürlich kann ich das! Junge Dame, durfte ich Sie mal was fragen? Sie haben da Pfeile auf dem Rücken. Durfte ich die zum Jagen meiner eigenen Großmutter verwenden? Nein. Das ist doch schade. Ja. Macht nichts. Yeah! Mein Name ist Gagamilius und ich komme um zu kacken. Oh Mann, du, ey. Ich komme um zu kacken. Viagra. Also das Geschrei, ich weiß nicht, manchmal ist es nur darum, dass ein bisschen zu viel, manchmal ist es schon lustig, Digga. Es geht eigentlich wirklich nur darum, dass ich absolut keinen Wert auf Menschlichkeit lege, auf sozialen Stand oder Aussehen. Ich möchte einfach nur meinen prallen Hoden entladen und genau deswegen rede ich gerade mit Ihnen. Bin ich da an der falschen Adresse? Nee, wir haben uns selber unterhalten. Nee, es geht um mein Glied, das würde gern in Ihnen sein. Achso, na gut. Aber wir haben jetzt dafür keine Zeit. Sie sehen aber so aus, als hätten Sie keine Tätigkeit, die Sie ausführen. Deswegen haben Sie eigentlich viel Zeit. Nee, ich habe ja keine Zeit. Ich unterhalte mich ja gerade mit der Dame, also habe ich keine Zeit. Ach, das ist eine Frau? Ein Hund? Ja, das ist ein Hund, ja, haben Sie dann. Ach so, ja gut. Dann möchte ich Ihnen noch viel Freude mit dem Hund. Digga. Ich muss... Interessiert mich nicht jeder ein Euro, sonst kommt er mir rein. Ich muss immer kurz auf Toilette, ich war hier essen. Ich war hier essen. Das ist einfach schön. Ich bin bei den Scheiholen. Yeah. Und in Sicherheit. Ihr seht das? Geheulte Gewalt. Wie bitte? Max, ich muss hochkommen. Nein, ich habe nichts bestellt. Wie bitte? Ich habe nichts bestellt. Sie haben einen Schwanz bestellt. Nee. Oh Mann, Digga. Oh Mann, du Digga. Man muss dazu sagen, dass ich glaube, es ist schon sehr alter Content, der da hochgeladen worden ist. Dein Schamgefühl, deine Schmerzgrenze muss auf jeden Fall recht niedrig sein. Ein paar Clips oder sehr viele Clips waren dabei, die ich gut abgefeiert habe. Einige waren auch so, wo ich gedacht habe, Bruder, ein weiter. Aber ja.